Und damit hallo und herzlich willkommen zu meiner dritten kleinen Attraktionsvorstellung. Mein Name ist Simon, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute würde ich euch gerne meinen Wave Rider zeigen. Das ist ein Disco Coaster. Es ist auch die Attraktion, die mit Abstand am längsten gedauert hat, was erstens die technische Umsetzung angeht und was zweitens die Gestaltung angeht. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt mal in Ruhe an. Also ein Disco Coaster ist im Endeffekt, ich beschreibe ganz kurz die Attraktion für die Leute, die es nicht kennen. Wir haben hier diesen Teller, hier kann man sich reinsetzen. Und der dreht sich und fährt dann hier diese, ja, Achterbahnschienenmäßige Konstruktion ab. Umgesetzt über Reibräder, die in verschiedene Richtungen gehen. Also bei mir so umgesetzt in echt, habe ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Und ich habe bei der Attraktion versucht, die wirklich Freizeitpark-levelmäßig zu gestalten. Was auch, da muss ich einfach mal ganz dreist mich selbst loben, was finde ich ziemlich geil geworden ist. Also man erkennt auch wirklich gut diese Wellen, die ich habe. Das hier sind Jetskis quasi vom Design her, sehen ein bisschen sehr vereinfachte Jetskis. Aber gut, hier Wave Rider ist der Eingang. Dann habe ich hier sogar so einen kleinen Raum, wo man hier schon mal so ein Jetski sieht. Und dann haben wir hier die Warteschlange. Hier so eine kleine Fun-Effekt-Brücke. Und diese kleinen Räder, die sich drehen. Hier in der Mitte irgendwo das Gelenk. Hier das Gelenk, was das Ganze dreht. Und hier ist dann der Einstieg. Unser Kontrollhäuschen, unser Ride-Op-Häuschen haben wir hier oben in diesem amerikanischen Rettungsschwimmer-Tower. Habe da sogar ein Bild reingehangen, verrückt. Von hier aus können wir das Ganze kontrollieren, steuern. Ich habe das auch so gebaut, also hier, das ist der, schaltet die Licht- und Wassereffekte ein. Der hier ist für den Nachtmodus, der hat nochmal so ein paar Strahler und so, die er addet. Das hier ist der Startbutton und hier kann man im Regen steuern und hier kann man in der Sonne steuern. Also eine kleine Spielerei ist nicht großartig der Rede wert. Was auf jeden Fall das Komplizierte bei diesem Ride ist, ist, dass wir zwei getrennte Systeme haben. Also wir haben einmal diesen ganzen Grundaufbau und halt diesen Wagen, der da lose aufsitzt. Wenn man das aus dem Workshop spawnt, kann man hier einfach so eine Verbindung, die ist deutlich markiert, löschen, dann hat man es perfekt aufeinander sitzen. Also das funktioniert schon sehr, sehr gut. Und man wird jetzt gleich sehen, wenn wir losfahren, dann ziehen sich diese Platten hier weg und die Ränder kippen zur Seite. Also da steckt schon einiges hinter. Hier unten geht das Stoppschild vor, genau wie am Rückweg. Und ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt einfach als erstes mal an. Dann hängt sogar so ein. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich hier so viele Details reingehauen habe. Naja, wir starten mal. Ein Knopfdruck auf Start reicht schon wieder. Die Bügel schließen sich, die Türen schließen sich. Die Station geht in den Modus, in dem das Ding fahren kann. Und der erste Anschub ist relativ ruppig, aber unser Teil ist unterwegs. Es ist, Ich bin immer wieder selber begeistert von den Sachen, die ich mal gebaut habe. Also das sind immer so Suchtphasen, die ich habe, wo ich dann wirklich ein paar Tage lang einfach nur Scrap Mechanic zocke. Ich habe auch mittlerweile knapp 800 Stunden in dem Game. Und dann höre ich auch erst auf, wenn es so funktioniert, wie ich es gerne haben möchte. Ihr seht jetzt, hier ist dieses Rad. Das ändert quasi die Richtung. Also wir fahren jetzt hier hoch. Und dann merkt er hier oben Richtungsänderung und ändert hier die Richtung. Und dasselbe auf der Gegenseite. Aber bis das alles technisch so funktioniert hat, wie ich es haben wollte. So viel dazu. Jetzt funktioniert es nämlich schon mal nicht mehr. Sad life. Das kann dummerweise passieren bei der Attraktion. Sie ist relativ zuverlässig. Aber dennoch haben wir es geschafft. Sieht nicht gut aus. Sie ist relativ zuverlässig, aber dennoch fehleranfällig. Weil es eben diese zwei getrennten Systeme sind. Mal gucken, ob ich es jetzt hier mit einem einfachen. Ja, okay, nee, kann ich nicht.
mit einem einfachen Neustart beheben kann. Die Höhe ungefähr. Ja, okay. Also da muss man dann schon mal ein bisschen mit leben, dass das nicht hundertprozentig so will, wie man selbst will. Aber wo wir es gerade am Fahren haben, gehen wir auch mal in die Nacht. Ich habe jetzt so eine Tagbeleuchtung an. Wenn ich jetzt den Nachtschalter drücke, dann gehen hier nochmal ein paar mehr Lichter an, die auch die Umgebung beleuchten. Man sieht auch hier auf die Fahrt abgestimmt, habe ich so Wassereffekte, die hochgehen, zumindest hier auf der Seite. Also man wird auch schön so ein bisschen gesoaked, während man damit fährt. Eigentlich wollte ich auch die Lichter der Wellen mit dem Boot mitgehend gestalten. Aber das habe ich angefangen und dann ist mir aufgefallen, dass das unverhältnismäßig viel Arbeit ist. Und dann habe ich damit wieder aufgehört. Ich hoffe jetzt aber, dass ich euch einmal zeigen kann, wie das hier vernünftig funktioniert. Okay, das sieht besser aus. Weil jetzt pendeln wir uns hier... Ja, ich darf hier gerade nicht durch. Jetzt pendeln wir uns hier nämlich auf der Station ein. Und können hier durchgehen. Ich lösche jetzt mal gerade ganz elegant hier ein paar Sachen, dass ich euch was zeigen kann. Und zwar... Okay, also hier ist dieses Laufrad. Und wir haben an dem Wagen hier an der Seite Sensoren. Jetzt gehe ich schon ins Technische, ne? Warte, wir machen erst nochmal einen kleinen On-Ride. Ich kann das gleich besser erklären, wenn ich den Wagen von der Konstruktion runternehme. Aber wir wollen ja auch auf jeden Fall mal kurz mitfahren, würde ich sagen. So, schauen wir uns mal an, was das hier gibt. Das sieht im Video so flüssig aus wie bei mir. Ja, ziehen wir dann. Genau, ich finde auch den Kern dieser Attraktion wieder ganz gut getroffen. Was halt schwierig ist, ihr hört dieses Klackern im Hintergrund. Das ist, weil das halt, also diese Schiene, die ist ja im Endeffekt, das sind ja keine runden Sachen, sondern das sind alles Ecken. Und deswegen fährt der auch nicht immer hundertprozentig gleich. Und das alles abzufangen und möglichst gut funktionieren zu bauen, ist ein Akt, um es mal so zu sagen. Also das ist wirklich, wirklich nicht einfach. Aber es funktioniert halbwegs bislang in einem von zwei Fällen. Gucken, ob jetzt vielleicht zwei von drei nach der Runde. Jetzt müsste der gerade, das war das Geräusch dafür, dass wir anhalten sollen. Ja, perfekt. Boah, ich kriege einen Drehwurm, holy shit. Genau, wir hören auf zu drehen. Öffnen sich die Bügel. Ah. Okay, was mir halt immer sehr, sehr wichtig ist, ist, dass die Attraktionen, die ich baue, wirklich mit einem Knopfdruck oder mit möglichst wenig Knopfdrücken funktionieren. Also ich drücke ja wirklich nur auf grün und der schließt Bügel, öffnet die Station, fährt los und macht halt auch alles wieder zu am Ende. Und das ist nicht immer so einfach. Ich nehme jetzt mal gerade diesen Wagen hier raus. Also das hier ist der Achterbahnwagen. Wir haben hier oben die großen Laufräder und dann Seiten- und Upstop-Wheels, so wie es auch bei einer Achterbahn wäre quasi. Und hier haben wir Sensoren. Das ist einer dieser Sensoren. Hier ist für die Drehung zuständig. Also wenn der nicht aktiviert ist, drehen wir uns. Jetzt nicht, weil wir auf dem Lift sind. Und einer von denen ist für die Bügel zuständig. Also der öffnet und schließt uns die Bügel. Und man sieht dann hier in der Station, wo wir normalerweise stehen, haben wir hier grün und braun, die das hoch und runter fahren. Also der hier macht die Bügel, der fährt dann hoch, öffnet die Bügel und der hier fährt runter und schließt die Bügel, startet die Drehung. Also wenn ich jetzt den Ride starte, während da gar kein Fahrzeug steht, dann kann man das sehen. Der fährt jetzt runter, das heißt die Bügel würden jetzt zugehen und der fährt jetzt runter und die Rotation würde anfangen. Dann fahren die ganzen Sachen weg, die hier unten halten den so ein bisschen im Stationsbereich, weil der mit verschiedenen Geschwindigkeiten schon mal landet. Und dann startet halt dieses Rad hier unten, was uns losschicken würde. Und auf der Gegenseite... Oh, ich wollte mich darüber boosten, hat nicht geklappt. Hier ist das Rad, was uns weiter hochschicken würde. Hier die Sensoren, die scannen dann, ob wir ankommen. Und die würden dann dafür sorgen, dass sich das Rad in die andere Richtung dreht. Das ist so ein bisschen der
technische Hintergrund hier hinter. Es soll jetzt nicht abgehoben klingen, aber guck mal hier, wie auch der. Es sind halt überall so Details, die man noch entdecken kann. Der Rettungsring, der hier hin und her schaukelt. Da oben die Antenne, die Satellitenschüssel, die sich dreht. Es sind halt einfach hübsche kleine Sachen noch versteckt. Hier die Fahne. Genau, das haben wir eben schon gesehen. Hier auch im Nachtmodus der ganze Weg natürlich ausgeleuchtet, dass die Leute auch sicher ankommen. Ja, das ist eine ganze Menge Nerdkram einfach, der mal wieder da drin steckt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat, dass euch diese Attraktion gefällt. Der Download-Link ist natürlich wieder unten in der Videobeschreibung, wenn ihr euch das Ganze selber anschauen wollt. Achso, stimmt, wir haben ja noch gar nicht mit dem Technikgerät hier gescannt. Hätten wir besser sein gelassen. Alles Blaue ist mal wieder Licht, das ist eine ganze Menge. Dann hier sind überall Sensoren, die diese Wasserfontänen steuern. Genau, relativ lange Verbindungen für die Motoren, hier hinten sind die Motoren versteckt, die diese Räder powern. Das sind die orangen Verbindungen. Und eine ganze Menge Kram. Naja, ihr könnt euch das ja bei Interesse selbst anschauen. Ihr versteht das wahrscheinlich besser als ich, es ist schon zu lange her. Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.